Hey Leutchens, willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Final Fantasy VII. Befinden uns in Shinra Hauptquartier im Labor von Hojo und jagen den, um Aeris zu befreien. Mal schauen, wie es läuft. Bis jetzt ganz gut. Ich hoffe, es wird nicht schlechter. Läuft gerade. Oh. Swags. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen ihn kämpfen müssen, aber sonst wird das unser treuer Begleiter. Aeris! Oh. Ihr seid so gütig. Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Ja, gern. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Aeris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold. Unsere Ansichten divergieren wohl. Okay, gib mir den Schild, mag ich gar nicht. Vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Ich muss mal gucken, wie der so ist. Das war's. Bei dem. So, wir... Meine ich doch. Ich glaube, das bist du. Nein! So ein bisschen. Okay, ich heile mich mal spontan. Hey, Nagi. Der war gut. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Oh, diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Oh, was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett. Geht klar. In Deckung! Er ist da nicht im Schalter. Ihr seid gekommen. Ja. Aeris. Tifa. Christopher. Marlene, geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Ah, die nervt, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Oh, zum Glück die Runde gefallen. Sah fast so aus. Aeris, heil mich. Nein, macht sie nicht.
schlagen! Aua! Das war aber ein bisschen drüber, meiner. Da hast du echt ein bisschen doof gemacht. Immer vorsichtig bleiben. Oh, wer bist du denn? Ich hab ja auch Spezialisten. Wow, scheiße, ist der schnell. Verzeiht den Ausdrucksweiser. Ich finde die aber echt schnell. Wir heilen uns einmal. Für uns. Okay. Du Gemeiner. Das war's dann. So. Ist das noch der oder noch ein anderer? Da, wir finden es raus. Nein, nur der. Das war's dann. So, wir haben Schock. Der hält ganz schön viel aus. Und da ist ein Spezialist geworden. Und wir heilen uns natürlich einmal. Gefühlt jeder einmal. Der rennt aber gerade ganz heftig auf Cloudlos und wirklich erstmal ein bisschen. So, er heilt die Tiefer. Und dann macht er noch ein bisschen für den Barrett. Ah, wie ich es manchmal hasse. Da mache ich irgendeine Attacke und dann kommt die aber nicht an, weil ich da unterbrochen werde. Das finde ich schade. Sehr gut. Eris, alles okay? Ja, danke. Bin ich froh. Verschwinden wir. Was war das bitte? Los. Eris! Was jetzt? Ihr nach. Okay. Nein. Ist der Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech?
Interessante Frage. Oh, echt nicht? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Ich bin gekommen. Oh. Mutter, lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter, sie sind wieder hier. Okay. Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut. Wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Oh, Kapitel 17. Dann nutzen wir mal die Chance und machen hier an dieser Stelle Schluss. Und gucken mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.